Schönen willkommen zum neuen wunderbaren Video. Ihr habt alles richtig gemacht. Heute ist mal ein bisschen anderes Video. Wir haben ja ein cooles Paket von Shake Next. Da kann man sich selber Shaker zusammenstellen. Farblich aus 1000 verschiedenen Varianten. Wir packen das gleich mit euch aus. Wir haben nämlich uns ein paar Shaker zusammengestellt. Das stellen wir euch mal vor und gucken, ob das cool ist oder nicht. Bis gleich. Bis gleich. Wir sind zurück. Jetzt geht's los. Wie gesagt, wir haben bei Shake Next bestellt. Dort kann man sich Shaker zusammenstellen. Man kann die Farben variieren, den Becher, das Sieb, den Deckel, werdet ihr gleich alles sehen. Und dann soll man richtig hochwertigen, coolen Shaker haben. Für okayes Geld, sage ich mal, ne? Wie bei so einem normalen Energy-Händler, die mehr ihre Shaker. Preislich war es ganz gut eigentlich. Mhm. Wir haben auch einen Rabattcode für euch parat. Wenn ihr jetzt gerade mal in die Beschreibung guckt und hier auf Pause drückt, könnt ihr in der gleichen Zeit auch ruhig mal die Glocke aktivieren und mal reinfolgen hier. Könnt ihr jetzt das machen. Kommt später. Ja, genau. So. Ja, wir packen mal aus. Ich bin echt gespannt. Wir hatten so ein Ding noch nicht in der Hand. Dementsprechend, ja. Ich bin auf die Qualität gespannt. Man hat ja nun wirklich, wir haben schon sehr viele verschiedene Shaker so in der Hand gehabt von verschiedenen Firmen. Und manche sind leicht und wabbelig, manche sind mega gut. Ich da bin echt gespannt, auch ein was Video. Das ist, ne? Okay. Messer zur Seite. Was ist das hier? Danke für deine Bestellung. Oh, und Rabattcode, wir nehmen unseren eigenen. Und das schon mal weg. Bisschen Füllmaterial. So. Achso, und jetzt haben wir hier drei coole Pakete. Okay, also, das Ganze läuft nämlich so. Wir haben uns so ein Starter-Set gegönnt. Da sind zwei Shaker drin und ein Bonus-Item. Man kann dann nämlich entscheiden, ob der Shaker ein Sieb haben soll oder eine Kugel. Genau. Es gibt also Edelstahlspiralen zum Vermischen oder eben so Plastikkugeln. Wir haben uns für beides entschieden. Wir haben also hier ein Sieb drin und dann eine Kugel. Extra cool. Eigentlich noch mit dazu bestellt. Ich bin gespannt. Ich denke, wir packen Shaker aus. Ja, zuerst. Ja, los, lass uns mal aufmachen hier. Ist hier. So Verpackung ist ganz cool, genau. Hier ist noch so ein schönes Hygienesiegel. Ja, zum Verschließen. Nee, aber es ist auch, ne, 700 Milliliter. Leicht zu transportieren, auch so klein. Wiegt weniger wie 160 Gramm, 100% frei von BPA. Für die Spülmaschine ist es geeignet, allerdings nur bis 45 Grad, da muss man aufpassen. Also, ich durchbreche das Siegel, ich gucke einmal rein, denn oh, wir haben richtig gewählt. Ja? Ja. Denn Colin hat sich natürlich einen zusammengestellt, ich habe mir einen zusammengestellt. Oh, das ist mal grün. Krass. Das ist ein bisschen dunkler, glaube ich, fast wie... Meinst du? Das sieht aber krass aus. Mhm. Also, ne? Das Ganze ist bis jetzt noch ohne Bedruckung. Es ist ja so das Shake Next Logo drauf. Wir haben es allerdings farblich schon ein bisschen an unsere Farben so genau angelehnt. Das hier könnte sehr geil mit unserem Logo aussehen. Und hier haben wir den wunderbaren Diamond Shake. Ja, genau, da könnte der irgendwie ganz gut zupassen. Ja, geil, wollen wir das Ganze mal vorstellen? Also vom ersten Eindruck kann man einfach mal sagen, bin ich schon total begeistert. Ja, total stabiles Plastik, das Sieb schön dick, der Deckel macht einen guten Eindruck. Los, zeig du mal den Deckel und führ den mal vor, was ist da alles dran? Hier ist wieder so ein schönes, bewegliches Hängerding dran. Ja, ich habe gelesen, dass du es zum Beispiel da wunderbar mit so einem Karabinerhaken, den Shaker, eine Sporttasche machen kannst oder so, oder einen Rucksack darüber. Und dann haben wir auch noch so einen Klappverschluss, der relativ gut aufgeht. Und aber klackt auch schön ein. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Der ist krass. Ja, cool. Also Deckel macht schon mal guten Eindruck. Gut, dann wie gesagt, haben wir uns hier für solch ein Sieb entschieden. Auf den ersten Blick ist das für mich ein bisschen grobmaschig. Ich bin gespannt, wie es sich gleich mit Eiswürfeln fällt. Wir mixen natürlich auch gleich jeder noch einen Drink an. Dann kommen wir zum Becher. Das ist ein wunderschöner, durchsichtiger Becher mit dem Logo vorne drauf. Ein amerikanischer Wassermengenangabe und in deutscher 700 Milliliter sind, können hier rein. Ja, das finde ich, was ich gleich ganz gut finde. In manchen Shops steht drin, unser Shaker hat 700 Milliliter. Dann meinen die aber bis zur Oberkante, wo du dann den Deckel oder das Sieb nicht mehr reinkriegst. Hier ist Tatsache, wirklich... Ja, ne, unterm Rand 700 Milliliter, also auch gut aufgeführt. Ich habe mich auch schon gefreut, dass er so durchsichtig ist. Das finde ich nämlich ganz cool. Krass. So, kommen wir an diese Box mal ran. Das ist nochmal mein Part zum Vorstellen. Oh!
Alter, hier wird an unsere Power gedacht. Wir werden hier mit kleinen Bonbons bestochen bei der Lieferung. Das ist ja krass. Okay, was wir schon mal auch in anderen Shakern drin hatten. Allerdings, glaube ich, den gab es auch geschenkt. Den habe ich, glaube ich, nicht bestellt. Ist hier so eine Edelstahlspirale. Und dann, was ganz cool ist, gibt es das Ganze auch noch als Kunststoffvariante. Auch schön fest. Eben dann auch zum Vermischen. Machen wir mal gleich rein, ne? Da sind wir beide spielkalt genug. Jetzt ist sie wieder wofür. Dass auch ein bisschen Action hier beim Shaken ist. Okay, also hier die Bonbons. Guter Versuch, wird die Bewertung aber nicht beeinflussen. Edelstahlspirale nehmen wir gerne mit. Vielen Dank dafür. Gut, ich denke, wir mischen einen an, oder? Ja. Okay, wir haben uns beide für Holy entschieden. Colin hat einen schönen Eistee. Ich nehme hier den Limited Edition Thai Lime Toucan. Wasser. Ja, genau. Ein Löffel ist ja bei 500 Milliliter. Ich halte es mal gegen das Licht. Es ist allerdings auch hier gut so von außen eingestanzt quasi. Also man fühlt die Linien sogar. Ich gehe ein bisschen drüber, weil ja Eiswürfel drin sind. Die nehmen ein bisschen Platz weg, nehme ich an. Achso, ja, alle Plastikball schwimmt schon drin. Hast du den auch gleich drin gelassen? Was gibst du denn? Das Holy Eistee-Pulver ist natürlich ein bisschen zickig. Okay, schön was zudrehen. Ich denke. Falls ihr euch jetzt gerade fragt und wundert, wir haben natürlich eben gerade den Becher noch ausgewaschen in der Pause. So, einmal shaken. Also farblich ist es schon mal echt geil. Ich denke, er hat etwas geschafft, was sonst niemand geschafft hat. Na, Pulver aufgelöst. Das sieht so aus. Auf jeden Fall 100% dicht, kein Tropfen rausgekommen, total gut. Dafür geht dieser Deckel aber relativ leicht auf, auch geil. Jetzt gucken wir mal. Lässt es sich gut trinken. Der Booster ist geil, Alter. Hoffentlich bringt Holy den nochmal rauf. Kleine Zwischenwerbung hier, auch wenn es gerade um den Shaker geht. Thai Lime Toucan ist ein Hammer. Lässt sich sehr gut daraus trinken. Ja, es lässt sich sehr gut daraus trinken. Ich habe allerdings einen Eiswürfel im Mund gehabt. Kleiner Tipp an Shake Next, wenn ihr noch ein Gimmick dazu machen wollt, was man sich aussuchen kann, ein feines Sieb, nicht mit diesen breiten Maschen, sondern einfach so ein feines Lochsieb, das eben Eiswürfel dir nicht so in den Hals hauen. Das würde ich ganz geil finden. Der Ball schwimmt hier lustig drin. Ja, krasser Shaker, echt geil. Der Henkel ist cool. Na, schon, also qualitativ ein Bombeneindruck. Alles total fest, schön dickes Plastik. Wenn es dann ja eben auch noch wirklich qualitativ hochwertiges Plastik ist. Ich meine, BPA-frei ist natürlich schon fast Standard so ne, bei den Bechern. Aber es ist halt immer ein... Ja. Hier steht übrigens noch bei, wenn man es lang anhalten, die Qualität haben will, sollte man es von Hand waschen. Also ich finde das Logo auch ganz cool. Denn es ist hier in grün drauf, da in blau. Mhm. Also es ist dann auch wirklich ein bisschen zurückhaltend vom Design her. Ne? Ja, du hast jetzt eine andere, die gleiche Farbe. Ja, bei mir auch. Zum Beispiel... Bei dir sieht man es ein bisschen besser. Bei mir, ne? Ich habe halt was relativ Braunes hier drin. Achso, du meinst vom Drink. Ja, naja, ne? Gut. Also ja, das da ist würde grün. Würde es auch ein bisschen mehr rausstechen, wenn es jetzt ein roter Drink wäre oder so. Ne? Das stimmt natürlich. Also ich finde es richtig krass. Was auch noch ganz cool ist, nämlich man hat ja auch so ein bisschen Erlebnis vorher und kann da erstmal eine Stunde oder stundenlang dran rumprobieren. Nehme ich einen grünen Deckel, nehme ich einen pinken Deckel, nehme ich einen schwarzen Deckel und kann sich da, das ist auch auf der Seite ganz cool gemacht. Da machen wir auch nochmal ein Video zu, um euch da ein bisschen vielleicht durch diesen Konfigurator zu führen. Das alleine macht nämlich auch schon Mörderspaß, da so ein bisschen rumzufummeln. Wir haben 10-mal geguckt. Deckel grün, ja, Becher, Becher pink oder andersrum. Umgekehrt und so weiter. Der war relativ schnell klar. Der sieht auch cool aus. Das Blau ist schon echt nice. Ne? Jetzt kommen wir zu einer Produktbewertung, oder nicht? Also man kann jetzt hier mal was... Wir bewerten jetzt mal das komplette Konzept Shake Next. Guckt mal rauf auf die Seite. Ich fand die Preise ganz angemessen. Also ist jetzt nicht irgendwie überteuert, wenn man dann noch gleich so ein Starterpack mit zwei Shaker nimmt. Wird es noch mal ein bisschen günstiger. Wir haben unserem Code Colin Dennis, spart er noch mal 10%. Auch das ist richtig cool. Du hast dieses Erlebnis, dir das da selber zusammenzustellen. Kannst wirklich variieren. Will ich ein Sieb, reicht mir ein Ball.
auch total nice. Ich finde die Qualität richtig gut. Mhm. Das ist schon ein krasses Produktkonzept auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Jetzt überlege ich gerade, mega geil wäre es für mich mit einem anderen Sieb. Ich sage das so oft, dass ich ein Problem mit diesen scheiß Eiswürfeln habe. Ich mag meinen Drink gerne kalt, aber ich will keinen Eiswürfel im Mund haben. Also von mir gibt es für das Konzept einen Goldshaker. Richtig geil, ich finde es richtig cool. Hätte ich nicht gedacht, dass die qualitativ so geil hier rüberkommen. Also ich finde ihn auch wirklich ultra geil, ne? Ich hätte einen Diamond Shaker gegeben, wenn es möglich wäre, sie selbst bedrucken zu lassen. Ja, da ein Colin und Dennis TV-Logo drauf oder das so. Das wäre alles. Wäre schon mega. Oder halt mehr Variation so im, ne, guck mal, hier hat man jetzt das, aber das zum Beispiel auch entscheiden können, vielleicht so Schraubverschluss, bla bla bla. Von mir gibt es einen wunderbaren Goldshaker, weil es halt einfach krass ist. Richtig cooles Konzept, richtig coole Shaker. Auch sicherlich für die Fitness-Ecke ganz cool, ne? Für so hier Eiweiß-Shakes und so ein Krempel. Mhm. Kannst du da durch den Ball, das wird sich auch alles super auflösen. Echt ein cooles Ding. Ja, schaut mal rein. Wir verlinken den ganzen Shop natürlich hier unten. Nutzt die Codes, wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt. Was hast du zu deinem Eistee? Dann hauen wir das auch noch rein. Ist sehr, sehr lecker. Na, Holy Kann ich nur empfehlen. Holy Eistee Pfirsich ist auch schon echt ein Knüller. Den gibt es leider nicht mehr. Der war, also das ist auch ein Hammer-Booster. Also coole Getränke in coolen Shakern mit coolen Presentern. Schreibt mal in die Kommentare, feiert ihr solche Videos auf, wo wir auch ein bisschen Hardware hier vorstellen. Nicht nur Getränke und Lebensmittel, sondern eben auch mal so ein Shaker oder irgendwas. Könnt ihr mal reinschreiben. Wir haben ja schon ein paar Videos, wo das so stattfindet. Mir macht Spaß, ich glaube, ihr auch. Ist mal was anderes, ne? Und falls ihr darauf Bock habt, könnt ihr jetzt mal folgen. Dann könnt ihr in die Playlisten schauen. Sei doch mal cool wie diese Shaker-Menschen. Ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Shake Next inhalieren. Bis dann, Leute, mein neuer Lieblingsshaker. Ciao.